Weil wenn es eine Sache gibt, die ein Wolverine richtig gut kann, dann ist es von hinten an den Gegner ran und Ziele markieren. Ja, verstehe ich. Boah, du hast eine 10er LBX AK. Nice. Hm? Die Stufe 4 LBX. Normalerweise spiele ich ihn mit einer Slug-Version. Hm. Weil das ist dann so, oh, guck mal, da kommt ja was. Kann ich da nicht dann die von den anderen Roboter die Sachen reintun? Hm? Sachen? Wo? Was? Wann? Was? Ja, zum Beispiel, jetzt habe ich hier ja nur die 1er Medium Laser. In dem anderen hatte ich ja schon 2 Vierer. Ja, die hast du aber in den Armen. Richtig. Und so oft willst du die nicht abfeuern. Die sind nur zur Nahkampfverteidigung, also wirklich zur Verteidigung gegen Helikopter oder so. Im Ernstfall. Und ich hatte auch erweiterte Raketen. Erweiterte Raketen, hä? Ja, also nicht die 2 Punkte, sondern. Ach so, Punkte. Ja. Ja, aber das war eine LSR-15. Richtig, das Problem. Jetzt hast du nur LSR-10er-Streams. Das ist das Problem. Wir haben im Moment doch eine LSR-10-Stream. Deswegen ja die Frage, ob man die nicht aus dem anderen dann rausbaut. Ja, aber es sind ja 15er. Die passen ja nicht. Richtig. Die anderen sind 15er. Das ist das Problem. Also die 15er würden in die Arme passen, das würde schon gehen, aber dann haut das mit der Hitzeentwicklung nicht mehr hin. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist jetzt auf jeden Fall eine von den LSR 10er in ein Tier 4 zu verwandeln. Und gute Nacht, Arif. Schlaf gut. Nachti. So, das braucht jetzt zwar nochmal 9 Tage, aber das machen wir jetzt einfach mal. Währenddessen kann ich mal weitersuchen, was wir für schöne Piloten effektiv haben. Dann haben wir einen 7er für Rakete. Die macht Sinn und du bist, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Ja, die kann man in beiden gebrauchen. So. Wie kann man seinen Max denn bitte einen Namen geben? Beim Painting. Ach so. Oh ja. Nicht, dass das Sinn macht, aber das macht so gar keinen Sinn. Niemand weiß, wie der heißt. Hust. Komisch, ich habe ihn doch eigentlich gerade umbenannt. Naja. Sollte eigentlich. Vielleicht, weil ich schon auf Ready geklickt habe. Für nur Mr. Black. Black Beauty, wo bist du? Wer? Ich habe keine Ahnung, wie der meint. Mr. Black, Black Beauty. Also Mr. Black kenne ich. Aber wer ist der andere? Die schwarze Schönheit. Also ich sehe da nur, dass jemand anders fehlt. Richtig. Also ich nicht. Oh, ich fehle. Was? Der Commander ist gerade noch auf dem Klo. Moment. Können wir den Kampf um 5 Minuten verschieben? So. Na dann, lass mich durch, ich bin Arzt. Und mir geht die schneller als hier. Oh, die Reichweite ist ja auch jetzt drastisch eingeschränkt. Was? Wie ist da denn Reichweite eingeschränkt? Ja, vermutlich, weil die nicht mehr so eine große Reichweite haben. Die LSA sollte eigentlich die gleiche Reichweite haben wie die davor. Nee, vorher hatte ich über 1000, jetzt habe ich nur noch 944. Okay. Ah, stimmt, weil es jetzt. Also weniger Punkte haben. Ja, ja. Vierer finden dann. Richtig. Die nächsten Szener, die besser sind, kriegst du. Aber du bist jetzt besser gepanzert. Ich weiß, das hilft dir sehr viel.
Ach, wir müssen hier beschützen. Aber du hast 40 statt 30 Raketen. Lass uns mal auf die restliche Lanze bitte warten. Wir haben ja ein paar Mächte, die sind ein bisschen schwerer. Ich steh doch hier schon, was willst du eigentlich? Kekse. Ich hab nichts dafür, dass ich doppelt so schnell bin wie hier. Das weiß ich nicht. Was. Mag da jemand eine DFA machen? Ah, der war jetzt gut. Oh, oh, oh. Ja, ich hab keinen Bock auf ein Highlander-Manöver. Das ist dann tatsächlich auch der einzige Sprungfähige, den wir jetzt gerade dabei haben. Totaler Blödsinn, aber ja. Ally Command reports enemy movement is projected to hit your location at any moment. Time to earn our pay. Rechts von uns, also rechts hinter uns. Target acquired. Ja. Markierung ist los. Also nee, hat sie gerade in die Boden gerammt. Cool. So. Wir sind hier noch am Start. Target destroyed. Na dann, Penetrator, do your thing. Ziel ist markiert. Holla, die Kiste ist warm. Oh, ich brauche mehr Heatsinks und weniger Waffen. Alles klar. Deswegen hatte ich eigentlich auch die schwerende Pulslinse. Ja, aber die habe ich noch nicht mal abgefeuert. Ich habe nur die SRMs abgefeuert. Wie ist das eigentlich? Wird euch das angezeigt, wenn das Ziel getrackt ist? Ja. Holla, das ist die Kiste warm. Gut, dass ich die Medium Laser zumindest in Kette geschaltet habe. Ja, dann bleib hinten stehen, ich fange an zu markieren. Schieß denn da wieder auf mich, was soll das? Erstes Ziel ist markiert. Centurion. Oh Gott. Schießt die eigentlich? Ja, ich habe den Panzer hinter uns weggemacht. Ja, da von der Seite kommt auch noch ein Panzer. Ich beschütze die Base. Ah, okay. Bloß die beiden Mechs hinter uns, die habe ich noch gar nicht kapiert. Was denkst du denn, was ich hier für euch markiere? Ich habe keine Raketen. Ich habe nur Kurzschrecken. Bei mir fliegen die Raketen doch. Richtig. Ja, auf auszuweichen! Überhitzung. Ich kann wieder überhitzen. Quick draws down. Dann nehme ich den mit dem Punkt. Ja, das ist... Na endlich krieg ich mal Feuersupport hier. Tut mir leid, ich habe hier einen Heuschreck, der ist... Nimm dir ab. Der rennt nämlich schneller, als ich mich drehen kann. Und der ist gerade in eine Wand aus Metall gebrannt. Und 12 Ks erst. Scheiße, Marek. Mein guter Arm ist eigentlich schon wieder fast kaputt. Wo? Gerade gelandet. Hinter uns, alles klar. Ich markiere. Markierung ist gesetzt. Oh. Da ist noch ein Zikada. Wir haben gerade festgestellt, dass ich ein hervorragendes Ziel bin. Ja, ist okay. Das
sollte ich nicht so oft machen. Aber es hat getroffen. Oh, wie viel will der denn noch einstecken, der Junge? Broken Man is down. Klammern wir jetzt den Javelin? Javelin, ja. Mit dem markiere ich jetzt auch nicht extra. Nee. Er ist ja voll in unserem. Da kommt bei euch direkt wieder was Neues. Ja, ich sehe es. Handspeck. Was war denn, kleiner Panzer? Oh. Ich markiere den Handspeck. Du hast hinter dir noch einen Panzer. Bei mir ist gerade nichts mehr markiert. Ja, Handspeck habe ich nicht. Jetzt müsste er wieder markiert sein. Wird das ja schon mal entschärft. Nein! Dieser hässliche kleine Locust. Den ist auf dem anderen Handspeck. Ist noch Markierung drauf jetzt? Ein Flo. Moment, ich muss mich mal kurz um hier einen Panzer kümmern. Ja, das ist okay. Deine Raketen sind gerade angekommen. Hey, vor mir läuft ein Haufen Schlacke. Ich mach weiter. Ich komme mich nur noch auf. Hast du schon alle Waffen verloren, oder was? Nee. Autsch. Ja, bis direkt über dir. Bis auf meine LSR-5 und mein... das Mark. Ja, dann halte ich im Hintergrund. Welchen soll ich übernehmen? Den Thunderbolt, glaube ich. Thunderbolt, bitte. Ich habe den Quickdraw markiert. Quickdraw, alles klar. Da flog aber die Hälfte der Rakete kurz. Ja, der ist auch zu weit weg. Ja. Da muss ich was ranbewegen. Bin doch schon dabei. Okay. Quickdraw ist down. Von der Bolt hat eine Markierung. Ich bin weg. Hittet. Alter Schwede, wie weit stehst du weg? Wer ich jetzt? Vom Ziel? 700 oder noch was? Thunderbolt ist down. Ich brauche jemanden, der mir bei der Zikada hilft. Die treffe ich nicht, wenn die um mich rumrennt. Kommt. Die ist down. Einzel noch. Vermutlich irgendwie. Ja, da ganz hinten ist ein Panzer. Der LRM-10 Carrier. Also ein LRM-20 Carrier. Soll ich empfehle rauszugehen? Ja, Ratio. Mach mal. Ich glaube schon. Weil ich glaube, das geht bei deinem Mech noch. Beine hat er noch. Ja, ich mach dir auch eben noch schnell Ziel. Na, ich renne auch dahin. Bin noch 500 weg. Wir brauchen dich als Fire Support hier. Okay. Ziel ist markiert, ich laufe. Von mir ist nicht, was ich markiert habe. Ich wüsste sehr gern, wie das aussieht, so eine Markierung. Target acquired. Das ist einfach ein... Dings dran. Ah, super, die haben ja einen Tausender geschossen. Ich hasse sie. Raus. Sehr schön. Leider habe ich den Katapult nicht noch abschießen können. Schade. Okay, jetzt habe ich keine zwei Large Pulse Laser mehr. Keine Kekse für mich.
gefühlt ist dieser Mac quasi Leichtmetall. Hm? Die haben mir so schnell die Arme, also die Panzerung von den Armen weggeschossen. Hey, geht's jetzt zur Stufe 12. Merci. Okay, das heißt, der andere wäre wahrscheinlich. Oh, wir können Rifleman. Interessanter. Ja. Okay. Gut, als hinterer Support-Mech. Mach das. Du kannst auch eine leichtere Maschine haben, das ist nicht das Problem. Na gut, zwei Medium Laser. Was soll's. Warum ist mein Pilot verletzt? Das Cockpit hat nichts abgekriegt. Also vielleicht hat er kurz rausgeguckt. Ja. Ja. Hat die Finger geklemmt beim Aussteigen. Trottel. Das ist ja von einem Laser geblendet worden. Man muss ja mal fragen. Weil wenn du mal guckst, meine Seiten, die wurden mal gut geröstet. Und wenn da alles drin ist. Ja. Du hast halt einen Haufen Zeug in den Seiten, das stimmt schon. Du hast halt auch die großen. Ach Quatsch. Aber gut, das ist kein Stress. Du kannst gerne den anderen Archer haben. Also den. Dann mache ich mir den hier wieder bereit. Jo. Kann ich mal eine Runde. Wir können natürlich auch ohne Probleme den. Den Stalker, den zweiten, dann einfach als. Brawler umbauen. Brawler? Genau. Durch den umbauen? Ja, das ist, glaube ich, dann eine gute Variante. Mache ich. Alles reparieren, alle LSR raus. Ja, ich finde schade, dass ich Öffi jetzt nicht verifizieren kann, ob die NARC wirklich was gemacht hat. Ne? Also, die Markierung habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube, ich kriege auch keine, weil ich ja keine Raketen hatte. Mit welchem warst du jetzt unterwegs? Mit dem Highlander. Und unser aus dem Leuchterhorst, Host? Ich war mit dem Stalker unterwegs. Welcher? Dem Kurzstrecken. Ah, der Brawler. Ja. Ach, der braucht nur 132 Tage zum Reparieren. Na dann! Hier, was ist mit unserem Fernkämpfer? Dem. Den Archer wieder. Ja, hat dir das Markieren was gebracht? Also, ich würde sagen, es ist effektiver, wenn irgendjemand in der Nähe ist, aber wenn. Ja, eigentlich wart ihr ja hinterher trotzdem in der Nähe und das bringt natürlich dann auch was, wenn ihr Sicht auf die Ziele habt. Aber wenn ihr nur kurz dahin geht und wieder abhaut, irgendwann ist die Wirkung dann auch wieder weg. Also ich habe jetzt keinen großen Benefit davon gemerkt. Okay. Ich glaube, das ist dann tatsächlich nur interessant, wenn man kurz da reingeht, irgendwas markiert und schnell wieder abhaut.